Tipps zum Arbeiten mit Text auf iPhone und iPad ab iOS 13. Zweimal auf ein Wort tippen markiert das Wort. Dreimal auf ein Wort tippen markiert den Satz. Viermal auf ein Wort tippen markiert den Absatz. Drei gespreizte Finger schnell zusammenziehen, kopiert den markierten Text. Zweimal drei Finger schnell zusammenziehen, schneide den markierten Text aus. Drei Finger nach außen spreizen, setzt den Text aus der Zwischenablage ein. Drei Finger nach links streichen, widerruft die letzte Bearbeitung. Drei Finger nach rechts streichen, wiederholt die letzte Bearbeitung. Wem jetzt die Fingerakrobatik zu viel wird, der arbeitet mit der Toolbar. Die Toolbar erscheint beim Tipp mit drei gespreizten Fingern. Wer schnell durch einen langen Text scrollen will, der verwendet den Scrollbalken am Rand. Ich wünsche frohes Üben.